Ich freue mich, dass ich da etwas erzählen darf über die zwei Arbeiten. Also das heisst eigentlich die drei Arbeiten, die in der Sammlung sind von Elisabeth und Peter Bosse. Es sind zwei Arbeitsprojekte. Das eine ist das Progetto Siciliano und das andere ist das Mies van der Rohe Projekt. Ich beschäftige mich schon sehr langer Zeit mit Waagrecht und Senkrecht. Ich könnte eigentlich meinen, dass das langsam jemand vergessen hat. Das ist aber gar nicht so. Es ist einfach nach wie vor brennend interessant und es ist immer wieder neu, für mich grossartig. Ich versuche in meiner Arbeit unter anderem das Geheimnis von der Grundriss von einer Architektur versuche ich zu entdecken. Ja, also Mies van der Rohe hat mich eigentlich angefangen zu interessieren, wo mich die Vita Noack, die Leiterin von Mies van der Rohe Haus in Berlin, angefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit einer Architektur aus der Moderne, also sprich Mies van der Rohe, mich beschäftigen will. Mies van der Rohe finde ich darum einen interessanten Architekt, weil er seine Räume, die er gestaltet hat, nicht bedeutungsschwanger oder einfach schon so schwer bauen hat, dass es eigentlich keine andere Nutzung mehr gegeben hat. Das ist zwar sehr präzise, sehr klar, aufs Minimum reduziert, wunderbare Proportionen, eine Klarheit, Materialität vom Schönsten, vom Einfachsten aber auch. Und er hat in dem innen etwas gefunden, wo ich denke, das ist so ein universelles Grundwissen oder eine Grundwahrheit, die er gefunden hat in seiner Architektur. Und das hat mich interessiert. Meine Bücher, die halten eigentlich fest, was ich suche. In dem Fall ist es das Licht im Raum. Ich habe in diesen Fotografien, die ich gemacht habe im Haus Lemke, habe ich bestehende Lichtsituationen fotografiert, habe dann mit diesen Lichtfotografien eigentlich wieder ein Konzentrat rausgezogen mit einer Strichzeichnung und die Reduktion auf die Schattenwirkung in der Architektur gezogen. Ich werde immer wieder gefragt, wie machst du deine Bilder? Also jetzt rein technisch zum Ausführen, Ragazzi, das ist eine Reißfeder. Die meisten werden das nicht mehr kennen, die nicht meinen schönen Jahrgang haben, aber das ist eine Feder, die man öffnet und da die Farbe reinfüllt und dann das ganz wieder schließt und dann ganz langsam dem Lineal entlang eine Linie zieht. Genau muss das sein. Dann wird es mit dem Pinsel aufgefüllt, ganz fein die Farbe, die Fläche gefüllt. Oder ich arbeite mit dem Klebeband anreiben und mit dem Falzbeil, Skalpellmesser und dann malen. Also das sind eigentlich meine Hauptwerkzeuge, wie ich zu einem Bild komme. Wow! Nein, ich mach's nochmal. Wow! Also so hat mein Sizilien-Projekt angefangen. So bin ich gestartet. Räumen, wo das Innen und das Außen stimmt. Das will für mich heißen, wo es Räume hat, die eine zum einen architektonisch, formal architektonische Situation haben, die mich überzeugt und natürlich auch zu wissen, dass Räume einen inneren Raum haben. Also in jeder Architektur gibt es Menschen, die ihn beseelen und beleben. Also jede Architektur hat eine Vergangenheit, eine Geschichte in sich mit Freude, mit Schmerz, mit Tod. Und diesen Geschichten, diesen gefüllten Räumen eigentlich wieder einen Raum zu geben und das in Malerei zu überführen, das ist eigentlich mein Geheimnis oder das, was mich an diesen Räumen, die ich bearbeite oder denen ich ein Bild widme, was mich eigentlich am meisten beschäftigt.